Ja, was wir beim Burlesque wollen, ist, dass unsere Schüler in ihren Körper kommen und sich zu Hause fühlen und dass ihr Körper Instrument ist, alles das darzustellen, was sie wollen. Und uns ist ganz, ganz wichtig, dass man wirklich das erzählt, was im Körper ist, was in der Seele ist. Und dann haben wir eigentlich auch den Garant, dass wir eine gute Show haben am Ende. So, okay, wir haben jetzt einiges gemacht, ja? Und jetzt habe ich was für euch vorbereitet. Und zwar sind hier ein paar Requisiten. Wir haben ein bisschen über eure Bewegung festgestellt, über Dinge, die euch innerlich bewegen. Und jetzt wollen wir das gerne mit Show und Accessoire in Einklang Ich weiß schon, was ich nehme. Zu Burlesque gehören verspielte Accessoires wie Hüte, Corsagen oder Schmuck. Diese dienen dazu, einen ganz persönlichen Burlesque-Charakter zu kreieren und zu schmücken, um den Auftritt am Ende besser fühlen zu können. Ich muss mir was anderes anziehen. Ja, ihr könnt anziehen, was ihr wollt. Ihr dürft Okay. machen, was ihr wollt. Beim Burlesque gibt es in der Gestaltung an sich keine No-Gos. Also jeder kann ausdrücken, was er will, erzählen, was er will, ob elegant oder lustig oder skurril, blutrünstig, alles ist willkommen. So, okay, also von meiner Seite nur noch das, was ich euch eh schon gesagt habe. Atmet einfach weiter. Showtime! Jesus Christ! Ich bin aufgeregt. Ja, ich sag euch ehrlich, ich war vor dem Auftritt so aufgeregt, weil wir konnten ja nicht proben. Das wow, ich bin richtig aufgeregt. Ja, wie cool. Ich habe sowas noch nie gemacht. Und da hatte ich ehrlich gesagt Angst vor, dass die Leute denken, so, auch die im Fernsehen, das kommt ja im Fernsehen. Ach Gott, das sieht aus wie ein halber Mann und so. Und das ist einfach nicht schön. Ja, das war meine Selbstzweifel. Die Zweifel sind unbegründet. Ich hab Gänsehaut. Ariel liefert eine Show, für die viele Menschen Eintritt zahlen würden. Bei der Ariel war das total sensual und sexy und gar nicht drauf geachtet hat, wer da alles sitzt, sondern einfach nur das gelebt hat, was sie in dem Moment empfunden hat. Fand ich super. Das war nicht wieder Gänsehaut, das war richtig stark. Sie hat es so süß, sexy, befreiend gemacht. Sie hat es am schwierigsten von uns allen gehabt. Allein, weil sie sagt, ich habe diesen Körper, dieses weibliche Körpergefühl noch nicht so lange. Mein Kopf ja, der Körper aber nicht. Und da damit zu spielen, sich so zu bewegen, war sehr schön anzusehen. Burlesque ist eine Einladung, ganz Frau zu sein. Das wird später für die Geschichte wichtig, die unsere Ladies schreiben werden. Der Auftritt war schön. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich das gemacht habe, dass ich mich getraut habe. Ich finde, du hast nur für dich im Herzen in dir selber getanzt, was ich gefühlt ja, habe. Ja, okay. Nur für dich selber. Das und aber trotzdem uns so angemacht und uns mit reingeholt. Aber so eingeladen und dann wieder, ich bin doch woanders. Und ich war so, boah. Die Mädels haben gesagt, es ist geil, da weiß man jetzt aber nicht. Also ich glaube, es war nicht scheiße, aber die würden mir vielleicht das auch nicht sagen, wenn es jetzt so mittelmäßig wäre. Ich muss es mir auch im Fernsehen angucken. Ich bin gespannt und ich wäre auch ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt, davor. So, super. Dann ist jetzt die Nächste dran. Ich habe kurz vor meiner Performance noch das Gefühl gehabt, dass ich mich jetzt übergeben muss vor Aufregung. Es war ja komplette Improvisation. Als Sängerin und Schauspielerin ist Edith Auftritte vor Publikum gewöhnt. Hier soll die 28-Jährige aber in sich hineinspüren. Decision. I don't wanna feel how my heart is ripping. In fact, I don't wanna feel, so I
stick to sipping. And I'm out on the town with a simple mission. In my little black dress and the shit is sitting. Just a heartbroken. Edith kam in ihrer Performance mit so vielen Emotionen, die sie selbst gelebt hat und uns mitgenommen hat, dass wir sie mit ihr erleben konnten. Fand ich super toll. Wow, Wahnsinn. Also Edith hat mich total weggehauen. Es war irgendwie so ein bisschen stark, auch ein bisschen hart, dann wieder zart, verletzlich. Es war geil. Sie liefert einen Tanz. Sexy! Der vor Gefühl und Sinnlichkeit nur so strotzt. Also Edith, ich ziehe meinen nicht vorhandenen Hut vor dir. Ich habe ganz großen Respekt vor dir. Girl! Geil. Was Gänsehaut. Heftig. Vor allem eine haut Ediths Tanzfeuerwerk vom Hocker. Stark, sexy, verführend, schwach, traurig. Ich habe in Edith in diesen 3-4 Minuten so viel gesehen und empfunden. Edith tanzt wie entfesselt. Genau das ist der Zweck dieser Übung. Die Hemmungen fallen lassen und echte Emotionen ausstrahlen. Ich habe in ihr all das gesehen, was sie mir von sich erzählt hat, preisgegeben hat. Das war in 3 Minuten ihr komplettes Leben getanzt. Julia blickt während Ediths Auftritt tief in ihre Seele und erkennt in ihr eine Weichheit und Verletzlichkeit, die sie sehr berührt. Wow! Edith! Echt? Wirklich? Bei dir ist der Knoten. Nein, der Knoten ist geplatzt. Was mir geholfen hat, war der Gedanke, dass es jetzt für mich das Ähnliche ist, wie wenn ich einen Song singe auf der Bühne. Nur jetzt ist es nicht meine Stimme, sondern mein Körper ist das Instrument. Ja, ich war pure Emotion und das war richtig schön. Ich habe dich stehen gesehen mit Bewunderung, einer Stärke. Dann hast du mich plötzlich verführt. Ich habe Gänsehaut bekommen. Und dann hast du mich emotional mitgenommen. Ich habe was gespürt in dir. Was sehr privat ist. Wunderschön. Boah. Julias Gefühle gehen direkt auf Edith über, sodass beide einen intimen Moment miteinander teilen. Aber dich da sitzen zu sehen, also mit allem war einfach, du hast mich mit allen Facetten verführt. Wirklich, danke. Oh, sehr schön.